Der hat drei Küchen, du willst mich verarschen. Der hat drei Küchen. Ich liebe Baden. Ich bin immer am Skippen, wenn mich irgendwas stört. Ich finde den Anzug geil. Guck mal, es geht ums Haus, aber ich finde den Anzug geil. Ein Video, worauf sich, glaube ich, einige gefreut haben. Zwei Sachen vorweg noch. Die erste Sache ist, ich würde mich wirklich freuen. Ist da noch gar nichts? Also gar nichts, gar nichts? Aber sind da wenigstens schon mal Lampen oder so, worauf ich mich freuen kann? Irgendwas an Einrichtungen? Null. Okay. Ja. Wisst ihr, was ich nämlich eigentlich gerne haben würde, wenn er eine Roomtour macht, wenn es ganz eingerichtet ist? Hat er gesagt, dass er sowas mal macht? Macht er? Ich weiß nicht, ob es dann vielleicht sich nicht mehr lohnt, dann zu gucken, wenn es halt eingerichtet ist. Ich meine, das dauert zwar noch, bis es ganz eingerichtet ist, ist klar, aber komm. Korrekte Kommentare schreiben, beziehungsweise Kommentare, die sich auf das Video beziehen. Das gefällt mir nicht. Oha, hast du das gesehen, hast du das gesehen? Hört auf, unter diesem Video solche Dreckskommentare zu schreiben, wo ihr nur drauf aus. Ich spule mal vor, weil er sitzt hier nur rum, ich will das Haus sehen. No front, no front, aber es geht hier ums Haus. Sorry. Ja, aber stellt mal da, die Leute sehen, das ist hier der Eingangsbereich. Was hier jetzt wie genau hinkommt, hier werden auch gestrichen, hier werden auch einiges umgeändert. Hier oben der Boden ist schön. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Wisst ihr, was ich ja an Böden feiere? Bei großen Häusern natürlich, weil dunklen Boden, so richtig, richtig dunkelbraun oder fast schwarz, so Holzboden zum Beispiel oder so schwarzer Marmor, das finde ich halt mega stark. Aber wenn halt nicht schwarz, dann wenigstens sowas, was er hat, weil das auch nice. Der Boden ist jetzt raus, hat den Boden rausgenommen? Was macht er denn für einen Boden rein? Aber dann 10 Zacken. Ah ja, so sieht das Ganze dann aus. Oh, das ist schön. Das haben meine Eltern in der Küche, genau sowas. Genau sowas. Das ist richtig nice. Das werde ich gefühlt in jedem Raum im Haus einbauen lassen. Das ist nur hier und im Badezimmer. Mit LEDs oben drin, damit ich das alles schön farblich verstellen kann. Ihr wisst ja, auch 16 Jahre nach meinem YouTube-Beginn bin ich immer noch LED-Fetischist. Wenn es nach mir geht, haben die Weiber Unterwäsche an mit LED-Optik. So ein Ding ist das. Das ist der Eingangsbereich. Ja, sehr realistisch, Marcel. Panikknopf beispielsweise, den ich drücken kann. Dann kommt der Sicherheitsdienst. Das Haus verfügt über ein umfangreiches Sicherheitssystem, was natürlich auch was Nices ist. Gehen wir weiter. Das ist hier der Flur, würde ich jetzt mal sagen. Was hier überall noch hinkommt, ich weiß nicht. Hier oben kommen noch LEDs auch an den Deckel. Natürlich kommt eine andere Farbe hin. Ich hatte lange Zeit überlegt, ob ich den Fußboden noch ändern soll. Aber ich bin eigentlich mit dem Fußboden zufrieden. Ich mag diese Fliesen. Ich habe natürlich Fußbodenheizung, das ist klar. Und ich werde den Fußboden nicht ändern, auch wenn man den ändern könnte. Aber ich lasse den Fußboden so drin, wie er ist. Fliesen, der ist okay, der Fußboden. Der ist okay. Ich werde, wie gesagt, relativ gern. Was verändern wird, sind noch die Türen. Die Türen, die jetzt hier drin sind, bin ich nicht so ein Fan von. Das ist mir ein bisschen so zu alt. Altbacken, ich wollte gerade sagen, das sieht so altbacken aus. Und die sind schön, keine Frage, aber sie gefallen mir nicht, deswegen werden die Türen ausgetauscht. Das ist hier die Hauptküche. Relativ gut. Hauptküche, wie viele Küchen hat er denn? Aber guck mal, wie viel Platz, boah, voll schön. Guck mal, wie viel Platz, oh, was würde ich für so eine Küche geben? Wisst ihr, welche Küchen ich richtig nice finde? Und da freue ich mich für Jan und Anna. Die werden so eine Kochinsel haben, das finde ich richtig nice. Aber wenn man Platz hat in der Küche, ach, das ist so schön, das tut so gut, dann in der Küche auch wirklich tätig zu sein und zu kochen. Und das. Ich liebe ja auch Kochen. Ich koche dann auch gerne mal 1-2 Stunden, wenn ich irgendwie mehrere Gänge mache. Und ach, ich finde das voll nice. Aber da muss die Küche auch groß genug sein. Meine Küche ist sehr klein. Na, ich meine nicht mehr so klein wie die in der vorherigen Wohnung, aber naja. Groß, relativ geil, würde ich sagen. Die Marmorplatte werde ich noch verändern lassen. Die ist zwar extrem nice, massiv, aber ich bin irgendwie so Freund von... Schwarz. Und wenn schön man schwarz einmal drin. Etwas macht, dann sollte man es richtig machen. Deswegen werde ich auch die Platte hier wahrscheinlich noch verändern lassen. Ja, sonst ist es halt die Küche. Was soll ich euch da groß zu sagen? Viele Fächer, wo man was reintun kann. Der hat drei Küchen, du willst mich verarschen. Der hat drei Küchen. Gleich ist natürlich hier haben wir Kühlschrank. So, da stehen schon die Bierchen und Getränke für die Handwerker, die kommen bereit. Und ansonsten... Ach geil, guck mal, der hat einen Backofen, der hat eine Mikrowelle und der hat einen Dampfgarer bestimmt, ne? Haben meine Eltern auch, das ist voll nice. Meine Mutter wollte unbedingt einen Dampfgarer haben, weil sie macht gerne Mante und sowas.
die, also russische Gerichte, aber die benutzt trotzdem immer wieder den russischen Topf, um Mante zu machen. Das ist total dumm. Die wollte diesen dämlichen Dampfgarer haben, aber benutzt den einfach nicht. Den haben wir da in der Küche von meinen Eltern und die benutzt den nie. Die hat die noch nie benutzt, noch nie. Die hat einfach nur gedacht, boah, das ist nice, will ich haben. Aber wir haben eine Mikrowelle mit Backofen zusammen, das ist integriert, das ist beides. Und darunter direkt den Dampfgarer und die benutzt den nie. Die wollte den unbedingt haben und trotzdem benutzt sie immer diesen Stapeltopf Manten hierzu. Und macht da immer die Gerichte drin. Irgendwie zum Warmhalten von Essen, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Tellerwärmer. Bratofen, normaler Backofen mit Pizzaofen. Keine Ahnung, weiß ich, was damit alles machen soll. Pizzaofen, den fühle ich. Hier haben wir noch eine Kaffeemaschine integriert. Die Kaffeemaschine fühle ich. Hab noch nie in meinem Leben einen Kaffee getrunken. Ja. Aber das ist ja wahrscheinlich immer Energy trinkt, oder? Das ist doch eher für Freunde oder so. Weiß nicht. Für Memo, wenn er mal einen Kaffee braucht. Keine Ahnung. Weiß nicht. Das ist die erste Küche im Haus. Und die Küche bleibt, nur die Tischplatte wird neu gemacht, ne? Aber die Küche ist aber auch anständig, die ist schön. Dann haben wir hier, gehen wir weiter, haben wir hier ein Gästezimmer. Das ist fast identisch mit meinem Schlafzimmer oben. Und hier werde ich ein Gästezimmer reintun. Bett, Fernseher, eventuell noch PC. Ja, was soll ich hier groß zu sagen? Was soll ich jetzt so groß zu sagen? Überall ist natürlich Fußbodenheizung. Ja, dann gehen wir ins Wohnzimmer. Das ist hier das Wohnzimmer. Ich werde diese Türen hier... Ach, das sind zwei Türen. Ach, nice. Ich werde die Türen komplett rausnehmen. Ich finde diesen offenen Bogen geil. Die Türen werde ich einfach rausnehmen, dass wenn man hier reinkommt, diesen offenen Blick hat. Die Türen stellen dann bei eBay rein oder sowas, keine Ahnung. Die brauche ich dann nicht mehr. Ja, und das ist halt hier das Wohnzimmer. Das ist relativ riesig. Ich kann das gar nicht einschätzen. Hier steht 41,6 Quadratmeter, aber wegen dem Objektiv sieht es aus wie klein. Versteht ihr, was ich meine? Sieht so klein aus, aber das liegt an dem Objektiv. Das verzerrt alles so sehr. Ist bestimmt viel größer, als man eigentlich denkt oder als es eigentlich ausschaut, glaube ich. Da ich zeigen, weil man gewisse Sicherheitsvorkehrungen bedenken muss. Ich habe natürlich auch einen schönen Garten, wirklich einen schönen Garten, aber den kann ich heute nicht zeigen. Den wird man einfach mal vielleicht bei Instagram sehen in meiner Story oder so. Aber ich will jetzt nicht draußen einfach filmen, das ist klar. Ja, hier, was soll ich sagen? Wir sind hier am Überlegen, eventuell hier als Raumteiler ein großes Aquarium reinzustellen. Oh, ah, das macht er ja doch nicht, hat er gesagt. Finde ich nämlich auch nice, aber das nimmt zu viel Raum weg. Das macht er ja doch nicht mehr. Ich bin ja nicht sicher, wie wir es genau machen. Hier kommt dann wahrscheinlich ein Restbereich hin, wenn die Familie mal vorbeikommt zum Essen. Schön großer Tisch. Ja, viele Grünpflanzen will ich haben in meiner Wohnung. Mein Haus. Und ja, das ist so der aktuelle Plan. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin sehr kreativ, wenn ich angefangen habe, schon Sachen reinzustellen. Schon wieder Werbung. Von daher. Aber ich bin extremst unkreativ, wenn ich in leeren Räumen bin. Das ist mein großes Problem. So, dann gehen wir mal weiter. Hier geht es runter zum Keller. Solche Türen, nur noch mal ganz kurz als kleiner Hinweis, solche Türen hier werden überall dann reinkommen. Ich hatte euch ja eben die Glastüren gezeigt. Das sind die Türen halt ohne Glas. Und genau diese Türen möchte ich haben und überall anders reintun. Das ist so der aktuelle Plan. Dann gehen wir mal hier weiter. Noch ein Flur mit einem Gästebadezimmer. Wie fast gefühlt nur Flur. Hier dürfen dann auch Insko, Olga, René, auch Memo, hier darf jeder kacken hin. Auch hier oben haben wir schon die eingearbeitete Beleuchtung. Was ich sehr geil finde. Ja, und ansonsten, ist halt ein Gästebadezimmer relativ groß. Sieht doch Baba aus, oder nicht, ne? Und die Fensterdecke möchte ich wahrscheinlich auch noch tauschen lassen. Diese Granit-Marmor-Optik bin ich nicht so ein Freund von. Die sehen ja irgendwie so büromäßig aus. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber da fühle ich jetzt nicht so krass. Dann haben wir hier noch ein Abstellzimmer, Ankleidezimmer, whatever. Ich denke mal, hier werde ich einfach Jacken und Schuhe hinhauen. Dann kommen wir natürlich zum Herzstück des Hauses. Das werde ich aber euch von der anderen Seite zeigen. Da gehen wir jetzt mal rein. Und dann sehen wir uns gleich von der anderen Seite. Ja, dann haben wir hier natürlich das Herzstück. Die Garage. Oder einer der Herzstücke aus der Wohnung. Meine Garage. Mit meinem Baby, mit meinem Lamborghini. Kommt's nur so, also guck mal, da sieht man das, also ganz ehrlich, auf den Fotos sieht die Garage viel, viel größer aus. Aber es liegt natürlich wieder an dem Objektiv, kann das sein. AKA Lamborghini. Hier ist die S-Klasse. Und ihr wisst, darauf habe ich mich mit am meisten gefreut.
Bereich, wo meine Autos stehen, wo sie in Sicherheit stehen. Mein Lambo stand ja die ganze Zeit bei meinem Großteam. Ja. Das ist natürlich, sieht geil aus, ist auch wirklich von den Decken sehr hoch. Auch hier oben, die Handwerker danken mir schon, auch hier oben werden LED reinkommen. Vielleicht hier ein großes Gerber-Level-Logo, mal gucken, weiß ich nicht ganz genau. Auch die Holzarbeiten finde ich sehr schön. Als ich mir das Haus das erste Mal angeguckt habe, waren die gerade frisch eingeölt, frisch aufgearbeitet. Da habe ich mich hier fast auf die Fresse gepackt, ich bin hier ins Auto hochgelaufen, bin auch fast rückwärts runtergefahren. Das ist natürlich eine sehr geile Optik. Einfach, ja, mit den Leuchten und so. Sieht einfach schön aus. Dann haben wir hier, kommen wir hier rein. Haben wir hier einen Raum. Da ist das Teppich? Mit großer Wahrscheinlichkeit Kleiderschrank reinkommen. Ist das Teppich? Dieser Kleiderschrank hört sich jetzt echt doof an, aber ich wüsste nicht, was ich hier sonst reinmachen soll. Einfach einen Raum nur mit meinen Klamotten. Hier kommen, keine Ahnung, Jogginghosen, T-Shirts, Pullover hin. Hier in der Mitte vielleicht ein Schrank, den ich vom Tisch dann anfertigen lasse, wo Socken und Boxershorts, whatever. Boah, ich bin so neidisch gerade. Ich will auch ein Ankleidezimmer haben. Wäre aber viel zu klein, das Zimmer. Viel zu klein. Wenn ich jemals ein Haus habe, das ist so groß wie dieses Wohnzimmer hier, so groß muss mein Ankleidezimmer sein. Mit einer extra Chaise-Lounge und kleinen Hockern und in der Mitte, wie bei Kücheninsel, so eine Insel sein, wie er gerade beschreibt, mit so Schubladen und so einem Tisch, damit man die Sachen drauflegen. Ach, so richtig, richtig Kim Kardashian-Style, so einen Schrank will ich haben. Ja, das wird hier so sein. Hier haben wir noch eine kleine Nische. Da werde ich dann wahrscheinlich eine kleine Couch oder so reinstellen, wo ich mich dann hinsetzen kann, Socken anziehen kann. Hier draußen habe ich noch eine kleine Terrasse, die ich euch nicht zeigen kann, natürlich, ist klar. Extra Haus zum Ankleiden, ja, warum nicht? Ja, das ist so hier das Ankleidezimmer wahrscheinlich dann. Dann haben wir hier das Hauptbadezimmer. Das hat als allererstes zeige ich euch die Beleuchtung in der Badewanne. In der Badewanne. Da haben wir schon LEDs eingebaut. Oh. Ich liebe Baden. Einer der Pluspunkte, warum ich diese Wohnung ja auch so sehr mochte, war die Badewanne. Ich liebe Badewanne. Ich liebe Baden. Das Next Level mit den Lichtern. Auch entspannt. Da kann ich dann alleine in Ruhe drin wichsen. Happy. Ja. Und ich mach mal Licht an. Wir sehen, da sind einige Deckenleuchter. Achtung, es wird sehr, sehr hell. Ja, das ist das Hauptbadezimmer. Schön. Und direkt dahinter ist die Dusche. Wo wir jetzt hier Zähne putzen, schön. Dienstags da, Mittwochs da, da und da. Das ist das Hauptbadezimmer. Was soll ich euch sagen? Hier vorne ist die Scheißecke. Und dann haben wir hier in der Ecke die Dusche, die relativ geräumig ist, wo man ab und an mal Linie machen kann. Und ansonsten, da bin ich jetzt noch gerade am Überlegen, da könnt ihr auch mir mal gerne eure Meinung reinschreiben, und zwar die Fliesen hier. Ihr seht ja die Verzierung hier an den Fliesen, da bin ich jetzt nicht so ein Freund von. Problem ist, diese Fliesen gibt es nicht mehr 1:1 so, die sind ein bisschen dünner, dadurch werden die Fugen anders sein. Und jetzt ist gerade die Überlegung, reiße ich hier komplett im Badezimmer, was eigentlich geil ist, die Fliesen raus, mache es neu, das kostet vielleicht 10.000, oder lasse es einfach so und denke, guck weg bei den Blumen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Andererseits denke ich mir, einmal richtig machen und dann habe ich alles und gut, anstatt dass hier... Würde ich auch sagen. Sonst hat er alles eingerichtet, es hat sich eingelebt und alles. Und dann nach einem halben Jahr, oder wie er sagt, ja, nach einem halben Jahr, sagt er dann, nee, Badezimmer geht gar nicht. Und dann hat er wieder den ganzen Baustaub in der Wohnung und dieser ganze Stress wieder und den Lärm. Und das, dann lieber jetzt. Hat er das gemacht? Wisst ihr das? Ich habe leider kein Update, ich weiß es leider nicht. Sieht komplett anders aus mittlerweile. Komplett anders im Sinne von auch Waschbecken und Dusche ganz anders oder nur die Fliesen? Nur die Fliesen ist komplett rausgerissen. Die arme Badewanne. Die Badewanne hat er aber behalten, oder? Mit den Lichtern. Sonst soll er die mir verkaufen. Spiegelwaschbeck, alles weg, alles weg. Oh. Alles außer Badewanne, scheiße. Wie die Garage aussieht, weiß ich. Das habe ich schon gesehen. Die müssen raus, oder lass es einfach so und denke, ich gewöhne mich dran. Man muss ja ehrlich sagen, die sind ja schon sehr, sehr weiblich. Ja, das sind Sissy-Prissy-Fliesen, Alter. Mit diesen Blättern und so. Das ist mega Sissy-Prissy. Würde ich aber auch nicht drin haben wollen. Einfach eine Farbe, Punkt. Vielleicht eine Maserung, wenn es Marmor ist oder so, aber nicht sowas. Und das ist auch ein ausschlaggebendes Argument. El Bunny würde hier nicht kacken gehen. Und wenn El Bunny hier nicht kacken gehen würde, dann würde ich hier auch nicht kacken. Kennst du El Bunny da oben? Ja. Besser Mann, sag ehrlich. Vorbild. Love and marriage. Ja, ihr guckt richtig. Haben wir hier oben auch nochmal eine Küche. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, aber sie ist nun mal hier. Ja. Ja, wahrscheinlich, weil zwei Parteien da gewohnt haben. Einer hat die Wohnung oben und einer die Wohnung unten.
gehabt. Keine Ahnung, was ich dann hier abends mache. Hier werde ich dann irgendwie, ja, Kühlschrank alles am Start. Dann werde ich wahrscheinlich hier irgendwie Getränke, ein bisschen Naschi und so, ein, zwei Pizzen reintun. Ist natürlich im Grunde eher, ja, braucht man eigentlich nicht noch eine Küche oben, aber sie war hier und dann ist sie in Ordnung. Habe ich hier halt noch eine Küche. Dann haben wir hier das Hauptschlafzimmer. Hier habe ich kein Licht, das tut mir leid. Da müsst ihr, sieht man ein bisschen was? Ja, das sieht man. Also das ist das Hauptschlafzimmer. Ich werde hier das Bett hinhauen, Wuff, zack, zack. Dann habe ich natürlich eine relativ weite Sicht zum Fernseher. Das heißt, ich muss hier mindestens so ein Riesenteil. Ein Fernseher hinhängen mit, denke ich mal, 1,80 Diagonale. Es ist ein Neubau. Das ist ein Neubau. Hat nicht irgendjemand gerade in den Chat geschrieben, da ist noch die Küche vom Vormieter drin? Also es muss schon ein großer Fernseher sein. Ich echt, weil ich bezweifle, dass es Neubau ist, wenn da Teppich drin ist. Wer macht Neubau Teppich rein? Weil ich glaube, das ist ein Teppich, wo der gerade drauf geht, oder? Umbau. Ja, ist klar. Beschissene Augen durch das ganze Zocken bekommen. Beim Fußballgucken mit den Jungs. Ich sitze 3 Meter vom Fernseher weg. Die Jungs, wie viel steht's eigentlich? Weil ich es nicht mehr sehen kann. Ich bräuchte eigentlich eine Brille. Das ist die Kacke. Same. Ein anderer Teppich kommt hier im gesamten oberen Bereich noch rein. Ein heller, weißer, flauschiger Teppich. Der Teppich hat natürlich schon Gebrauchsspuren und ich mag den Teppich rein optisch gesehen auch nicht so gerne. Einen neuen Teppich rein. Ich werde mir hier am Himmel einen Sternenhimmel reinbasteln lassen. Oh, ein Sternenhimmel. Ich wollte mir auch so ein Teil kaufen. Das ist so ein Teil mit so einer Kugel. Und dann, aber so richtig Sternenhimmel mit so komischen, wie nennt man die, Fäden? LED-Beleuchtung, sondern komplett Sternenhimmel im Schlafzimmer. Darauf habe ich richtig Bock. Darauf habe ich richtig, richtig Bock. Voll nice. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal in den Keller. Let's go. So. Keller wird wahrscheinlich Streamingzimmer und so, oder? So Hobbykeller-mäßig mit Streamingzimmer. Glasfaser. Ja, meine ich, diese Glasfaser-Fäden. Die sehen für mich aus wie Fäden, Alter. Aber die sehen aus wie für mich wie so Angelschnur. So. Mit so kleinen. Dick, dick, dick. Ja, im Keller sind Wasserschäden. Ja, hast du recht. Ach, hier links an. Hier haben wir nochmal ein Badezimmer. Ein relativ großes Badezimmer. Keine Ahnung, was für. Wir haben ein Badezimmer mit viel Platz, keine Ahnung, was man hier hinhaut oder so, aber ja, hier ist halt auch ein Badezimmer. Irgendwas wird dem schon einfallen. Dann haben wir, ich kann euch zeigen, das ist Abstellgerät, das ist Heizung, Sicherheitssystem, Alarmanlage, Internetanschluss, Spülwaschmaschine, das, okay, ich kann kurz einmal rein, aber das ist halt hier, ne, das ist halt, ja, guckt euch die Zeichen so. Ja, dann haben wir hier eine kleine Seitennische noch, ja. Ich mag den Boden da auch sehr gerne. Das ist höchstwahrscheinlich kein echt Holz, bla bla. Das ist wahrscheinlich dieses PVC oder wie das heißt. Heißt es PVC? Ja, ist voll bescheuert. Ja, oder? PVC. PVC-Boden, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich auch gerne hier drin, weil mir nämlich dieses Laminat nämlich mega auf den Sack geht. Nicht nur die Farbe. So, ach, ich mag die Farbe so wie. Ach, ich mag die Farbe hier nicht. Farbe wirklich. Also ich würde es gerne alles rausnehmen und PVC einfach drüber. Ich kann leider, weil die Wohnung klein ist, kann ich leider keinen dunklen Boden nehmen. Deswegen würde ich wieder so hellgrauen Boden, genauso wie da im Keller gerade auf dem Boden. So wie in meiner alten Wohnung. Diesen PVC-Boden hätte ich gerne. Den fühle ich, den finde ich nice und der passt dann auch zu meinem Mobiliar. Und so finde ich, ist es. Da kann man Staubsauger reintun, whatever. Dann ist hier noch ein Raum. Da bin ich am Überlegen, ob ich eventuell hier noch eine Küche, ja, die dritte Küche, dann einbauen lasse. What the fuck? Wie viele Küchen brauchst du? Ich bin jetzt nicht so informiert, aber kocht der viel? Ist der so ein Küchenmensch, der sagt, Küche ist mein Lieblingsort, da sitze ich gern, da trinke ich gern meinen Kaffee? Okay, Kaffee trinkt er nicht. Aber irgendwie, dass der sehr, sehr gerne in der Küche chillt oder gerne gar nicht. Ja, warum denn? Warum? Ich kann verstehen, so, wenn jemand wirklich gerne viel kocht oder ständig Besuch hat, ständig und jedes Mal irgendwie untervermietet an Freunde, die dann da die eigene Küche haben, damit man meinen eigenen Kram nicht irgendwie, das kann ich voll verstehen. Muss er wissen. Vielleicht lohnt sich das ja auch für irgendwann mal, wenn er wirklich sagt, hey, wenn ein Kumpel bei ihm einzieht oder was. Und wenn es auch nur für ein halbes Jahr ist oder für ein paar Wochen, dann hat der Kumpel wenigstens seine eigene Küche und dann wird er nicht die ganze Zeit Folge, also dass seine Sachen dann da benutzt werden. Kann ich voll nachvollziehen. Weil theoretisch gesehen, wenn ich hier irgendwann mal nicht mehr wohne, weil ich woanders hinziehe, whatever, könnte man diesen unteren Bereich als einzelne Wohnung vermieten, weil hier ist ein Badezimmer, genau. Hier eine Küche und da ist genau. Hier eventuell noch eine Küche einzubauen, das weiß ich aber natürlich noch nicht ganz genau. Dann haben wir hier einen Raum, wo ich auch noch nicht weiß genau, was ich reinmache. Guck mal, der weiß gar nicht, wohin mit all den Zimmern. Aber glaub mir, dem wird es einfallen. Wenn er jetzt noch nicht ganz weiß, welches Zimmer für was, gib ihm ein paar Monate in dem Haus und dann wird er irgendwann checken, oh, ich habe ja diesen, Gott sei Dank habe ich doch diesen Raum, den kann ich jetzt dafür und dafür gebrauchen. Voll gut. Mehr Überlegung,
Die erste Überlegung ist ein Fitness. Ansonsten, Fitness. Ich denke direkt an was anderes. Aber Fitnessraum ist ein bisschen klein. Aber obwohl, sieht wahrscheinlich wegen dem Objektiv so aus. Aber stellt euch mal vor. Geht's mit den Fenstern zwar nicht? Hier die Fenster. Stellt euch mal vor. Der macht so alle 50 Shades of Grey und Red Room. Red Room of Pain. Bereits im Raum für mich mit ein paar Geräten. Die andere Überlegung ist, ein kleines Studio hier reinzubauen. Wie zum Beispiel von den Jungs von Worldwide Wohnzimmer, die ja auch ein Studio haben, wo man einfach, keine Ahnung, hier so eine Art Stepper-Grab-Bereich reinbaut, wie bei den Kameras, wo man dann ab und an mal im Livestream so Talkshows mit Gästen machen kann. Ich habe auch schon überlegt, hier ein komplettes Tierzimmer reinzubauen mit Hasen und Kaninchen. Oh, ja! Alles dicht bauen, Urwald und Schlangen und Leguane. Ihr merkt, ich habe viel Platz und weiß nicht, was ich damit machen soll. Und dann kommen wir jetzt in das Erste, wo sich wahrscheinlich viele drauf freuen, und zwar mein zukünftiges Zockerzimmer, mein Zockerkeller. Das ist das, worauf ich auch am meisten gespannt bin. Das, was ich immer wollte. Ich habe ein Bild gesehen, wie es aussehen soll. Ob es dann am Ende wirklich so aussieht, I don't know. Aber ich habe so ein Bild gesehen. Mega stark. Zockerkeller. Und das ist auch gleichzeitig mit der größte Raum. Das hätte man als Sportzimmer nehmen können. Das seht ihr nämlich schon. Hier war, glaube ich, schon ein Sportzimmer drin an diesem Ding. Ist das nicht so ein Teil wie damals beim Sportunterricht in der Sporthalle? Aber ich glaube, er braucht wirklich so ein großes Zimmer zum Stream, einfach nur um es zu fühlen. Das andere Zimmer, wo er gesagt hat, vielleicht Tierzimmer, könnte man auch als Streamingzimmer benutzen. Aber ich glaube, dieses Zimmer fühle ich auch eher als Streamingzimmer tatsächlich. Sprossenwand, ja genau. Bei mir Überforderung aus, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich mit dem ganzen Platz machen soll. Aber da habe ich mir ein paar Jungs geholt. Messebauer, die zum Beispiel auf der Gamescom und ähnliches große Stände bauen. Und mit denen war ich ein bisschen im Schnacken, wie man das macht, was man hier macht. Das ist kein Handtuchhalter, Mann. Das ist so eine Sprossenwand. Guck dir das doch mal an. Ich muss das wissen. Ich musste nämlich an diesen Dingern immer Sachen machen. Das hätte man jetzt auch falsch verstehen können. Ich war auch erst wieder am Überlegen, ob ich die Heizkörper hier raushaue und Fußbodenheizung mache. Da muss der ganze Estrich hochgeholt werden. Das kostet auch wieder 10.000. Und ich glaube, dass die Heizkörper einfach drin. Es gibt auch heutzutage hübsche Heizkörper. Das sind natürlich so klassische Heizkörper, die jetzt. Es gibt mittlerweile wirklich Heizkörper, die echt. Ja. Mal gucken. Aber das ist hier die zukünftige Zentrale. Hier kommt die Zockerecke auf jeden Fall in den Bereich. Eventuell kommt hier ein riesen Meerwasser-Aquarium hin. Oh, nice. Da kommt auf die Seite, wo Memo ist, eventuell ein Sofa hin mit großem Fernseher, wo man mit den Jungs auch wohl so ein bisschen M64 Mario Kart zocken kann. Ja, das war's. Ich bin dezent neidisch. Aber das ist so weißer Neid. Ich nenne das weißen Neid. Es gibt einmal so Neid von wegen so Missgunst. Kennt ihr das, wenn ihr einfach so merkt, ich will auch, aber man gönnt der Person nicht so wirklich und man gibt es nicht zu, auch sich selber nicht wirklich. Das ist so dunkler Neid und das ist weißer Neid. Das ist einfach so, ich gönne dem das total. Absolut, völlig. Und ich bin aber so neidisch, weil ich mir so denke, boah, voll geil, das wird mega geil aussehen. Der Außenbereich kann ich euch nicht zeigen. Ihr habt gemerkt, alles ist abgedunkelt gewesen, weil es halt leider draußen einige Leute gibt, die Privatsphäre nicht respektieren. Nichtsdestotrotz habe ich euch das hier auch mit zu verdanken natürlich und ich möchte es euch einfach zeigen. Kurz geht raus. Bin auf eure Kommentare gespannt. Danke an den professionellen Kameramann Nemo. Der hat mir so gut gefilmt, Digga, wirklich. Mal gucken. In dem Sinne, willst du noch etwas sagen? Nö, ja, alles gut. Das war's schon. Der richtet sich das schon gut ein, nur der Schnitt ist nicht so fresh. Ja, ich muss sagen, ganz ehrlich, von all den Häusern, die ich bisher so gesehen habe, die ich so kenne, auch wo Freunde oder Familienmitglieder von mir leben. Okay, die haben sich die Häuser auch selbst gebaut, muss man dazu sagen. Er hat das ja gekauft. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also da ist der Schnitt jetzt nicht der beste oder der krasseste so, aber völlig ausreichend. Völlig ausreichend. Ich weiß ja nicht, ob er noch in Buxtehude lebt oder ob der außerhalb oder jetzt mit in Hamburg. Ich weiß es nicht. Da kommt es natürlich auch drauf an, was da für Häuser prinzipiell so stehen. Und vor allem auch, soweit ich mitbekommen habe, ich könnte mich auch irren, hat er sehr lange gesucht. Stimmt das? Er hat sehr lange gesucht nach einem Haus. Und ich glaube, in der Gegend, in der er gesucht hat, gibt es einfach nicht diese Protzhäuser, wie ich sie jetzt mal nenne. Diese mit diesem ganz extravaganten Schnitt, ihr wisst, was ich meine. Mit so Glasfronten und so. Wirklich, wenn man reinkommt und der Eingangsbereich ist einfach nur ein runder Raum, wo man in die Mitte so einen Tisch mit einem Blumenstrauß in der Vase stellen kann. Also das ist Kim Kardashian-Style. Ich nenne das immer Kim Kardashian. Eine Bonzenhütte, genau. Das gibt es vielleicht auch gar nicht da. Und wenn, glaube ich, ist es auch ein großer Zufall,
wenn es dann genau dann verkauft wird, wenn er gerade sucht. Und er hat ja lange gesucht. Ich finde, das Haus ist anständig. Es hat sehr viel Potenzial und ich glaube, der ist nicht auf den Kopf gefallen. Der wird sich das, wie ihr schon gesagt habt, sehr gut einrichten und sehr schön einrichten. Und die Hauptsache ist, dass er sich wohlfühlt und dass er sich da irgendwie damit irgendwie was erfüllt, was ihm gefällt. Und das ist doch schön zu wissen. Das reicht doch auch schon. Und ja, wenn man die ganzen anderen wie Ju oder Bibi, Bibis Haus habe ich mir gar nicht erst angeguckt. Wenn man sich die alle mal anguckt, die sind alle, das sind diese komischen, extravaganten, freshen Schnitte bei den Häusern. Ihr wisst, was ich meine. Wenn man das schon gewohnt ist, generell von YouTubern und so, und das in den Vergleich setzt mit dem, finde ich, hat sich das, was Marcel sich ausgesucht hat, sehr bescheiden. Was man nicht denken würde, weil ich glaube, er hat das Geld und die, ich sag mal nicht das Geld, sondern die Möglichkeit, genau so eine Villa zu holen. Nehme ich an. Ich glaube, der ist nicht der Typ für sowas. Der ist nicht sowas. Könnte man vielleicht denken, wenn man ihn nicht kennt und ihn sieht, dass er zum Beispiel wie jetzt hier zum Beispiel im Burberry-Sportanzug steht oder wenn er keine Balmain oder sowas. Trägt er Balmain? Wahrscheinlich nicht. Könnte man meinen, dass das so einer ist. Wenn man den nicht kennt und nur von außen so anguckt, dann denkt man auch so, ach, wenn du dir ein Haus holst, dann wahrscheinlich sowas. Ich glaube, der ist, was das angeht, bodenständig. Nicht bescheiden. Bescheiden nicht, bodenständig. Und das ist nice. Das ist nice. Das ist eine sehr gute Eigenschaft. Aber das muss ich euch ja nicht erzählen. Die meisten, die gerade zugucken, kommen alle von ihm, kennen ihn schon und gucken ihn schon seit langem.